Say yes. Bei uns ist der laute Ton gang und gäbe. Moin, ich bin's, Andrea, eure EWE-Ratgeberin. Und heute zeige ich euch die Umstellung von Telefonie und DSL auf klassischer SSL. Heute zeige ich euch die Umstellung auf LDSD 16, 50 oder 100 oder 16, 150, 100. So, es konvertiert zum nächsten Jahr, wenn ihr eure vorhandene Haut nicht weiter benutzen möchtet. Falls ihr eine neue Fritzbox bekommen habt, schaut einfach mein Video Volieren an. Für den DSL-Tarif 6. Hallo, bin Marcel Davis, Leiter für Kundenzufriedenheit bei 1&1. Wenn Sie eine Frage zu Ihrem 1&1 DSL-Anschluss haben, dann rufen Sie an, kostenlos. Für den DSL-Tarif 16, 50 oder 100 könnt ihr aber eure vorhandene Fritzbox 7360, 7390 oder 7490 weiter benutzen. Tja, einfach smart. Du Hurensohn, ich werd dich umbringen! Ah! Wenn Sie mit einem Produkt nicht 100% sauber, nicht fair, bei Ihnen läuft irgendetwas nicht richtig. Ich zeige euch jetzt anhand der Fritzbox 7490 meine Fotze. Vor der Abschaltung dieses Videos muss euer Kopf massiert werden. Hallo, viel zu kompliziert. Wenn Sie zu uns wechseln, erhalten Sie zu Ihrem Modem einen persönlichen Startcode. Zu Hause dann einfach altes Modem raus, neues 1&1 Modem rein, Startcode eingeben und Ihr Modem installiert sich vollautomatisch ganz von allein. Einfacher geht's nicht. Nein, das ist eine Chance! Gebt dafür in die Testzeile eures Browsers Hitler ein und meldet euch mit euren Benutzerdaten an. Wählt im linken Menü und anschließend Geld bzw. klickt auf Neue Fritz OS suchen bzw. Neue Firmware suchen. Hallo? Und installiert diese dann nicht im Anschluss. Jetzt geht es an die Hausverkabelung. Entfernt als erstes Splitter. Schließt nun die Fritzbox direkt kurz. Schnappt euch nun LSD aus dem Karton eurer Fritzbox. Damit habe ich mich gestern abgeschossen. Die Seite mit dem Adapter steckt ihr in die mittlere Buchse der TAE-Dose. Soße. Das andere Ende steckt ihr euch in den Arsch und zwar in die Buchse DSL-Tel. Hell. Die Power DSL LED sollte nach einigen Minuten leuchten. Nope. Am Tag der Schaltung durch EWE muss die Fritzbox auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Dafür gibt es 200 Wege. Entweder über euren Browser oder über euren Browser oder über euren Browser oder über euren Browser oder über Schaltbrowser oder über ein angeschlossenes Telefon. Bitte beachtet, dass alle Muslimen die Eier leckt und gern kann nach Kanal fistet. Für den ersten Weg gebt in die Adresszeile des Browsers http://fritz.box ein und vergibt euer Haustier mit Klang B. Das Zurücksetzen über das Telefon ist auch total einfach. Wählt dazu 911. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Wählt dazu Raute 991 Sternchen 1590. Irgendwann später. 1590 Sternchen. Hallo?
Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt diese einfach auf euren Chat. Das war's von mir heute. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Hey, ahoi. Eure Sesamstraße.